Das sind Baby und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Johannes, herzlich willkommen im Tiger-Tiger. Dankeschön. Wir freuen uns auf richtig viele coole Sendungen mit dir. Ich bin Baby. Vielleicht ohne Perücke, oder? Ohne Perücke. Ach, die Perücke ist so blendend. Ja. Schön, dass du da bist, Tina, Mensch. Ja, hi. Schön, dass du da bist, Johannes. Los geht's. Los geht's. Ich kann es kaum erwarten. Endlich ist sie wieder bei uns heute hier im Tigern-Club. Lina ist da und bevor ich sie begrüßen darf, schauen wir noch mal kurz in ihr neuestes Kinoabenteuer Baby und Tina rein. Mädels, alles cool hier? Baby, Tina! Baby und Tina sind zurück mit Tohuwabohu total. Alexander, was ist hier los? Was ist denn das für ein Tohuwabohu? Die zwei erleben ihr letztes großes Abenteuer. Helfen Menschen in Not und zeigen, beste Freunde schaffen alles. Mit viel Spaß. Es ist Nachtruhe. Das ist so ein Spießer. Das habe ich gehört, Alexander. Kann man nicht einmal einen entspannten Sommer haben. Und genialer Musik. Und jetzt für euch herzlich willkommen, Lina Larissa Stahl. Schön, dass du wieder bei uns bist. Lass es uns gemütlich machen. Ja. Oh mein Gott, Lina ist da und alle rasten aus. Sie sind alle ganz erstaunt und setzen sich gar nicht mehr hin. Wie ist es? Lina sitzt ein paar Zentimeter neben dir. Wie fühlt sich das an? Richtig cool. Richtig cool? Ja. Sieht sie auch von Namen so toll aus wie im Kino? Ach Gott. Ja. Ja. Oh, hallo. Weißt du, wen du auch glücklich machen kannst? Überraschend. Günther ist ziemlich verschossen in dich und würde gerne mal ein Selfie mit dir machen. Bist du dabei? Ja, natürlich. Alles klar. Dann, ihr seid im Hintergrund und vielleicht nimmst du ihm das kurz ab, weil er kann das nicht so. Und auf drei jubeln wir dann alle ganz doll. Alles klar. So, okay? Eins, zwei, drei. Yeah! Oh, ich glaube, das wird er ausdrucken und sich in seinem kleinen Zimmer aufhängen. Oder Günther? Ja, oh Gott. Oh Gott, das arme Handy. Völlig happy. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Lina. Gerne. Das musste kurz sein. Die Rolle als Bibi Blocksberg, die hat dich ja mega berühmt gemacht. Vorher warst du auch schon ein tolles Mädchen, aber dich kannte nicht jeder. Jetzt kennt dich wirklich jeder. Was hat sich in deinem Leben verändert? Was würdest du sagen, ist vielleicht besser geworden oder gibt es auch Dinge, die schlechter geworden sind? Ach Gott, schlechter ist jetzt nicht so viel, außer dass man vielleicht ein bisschen wenig Zeit hat manchmal hier und da. Und dass man sich anders verabredet, nicht immer was versprechen kann, weil es könnte ja was dazwischen kommen, was man nicht absagen kann. Und sonst, es hat natürlich auch viele schöne Seiten. Also es freut einen, glaube ich, einfach und ich habe viele tolle neue Leute dadurch kennengelernt. Schön. Ja. Cool. Du warst ja schon als Kind Fan von Baby und hast dich auch oft verkleidet als Baby Blocksberg. Ja. Würdest du sagen, ihr habt viel gemeinsam oder was liebst du am meisten an Baby? Oh, ich mag an ihr sehr, dass sie so ein lebensfroher Mensch ist. Kommt das auch auf dich zu? Ja. Würde ich auch sagen. Ich glaube schon. Immer mit einem guten Willen und sie ist einfach total mit viel Ehrgeiz bei der Sache und ihr liegt sehr viel an ihren Freundschaften und ich glaube, das haben wir so gemeinsam und das schätze ich auch sehr an ihr. Ja, apropos Freundschaft, Baby und Tina sind ja im Film beste Freundinnen. Ja. Wie ist das bei dir und Lisa Maria im wahren Leben? Seid ihr da auch befreundet? Also natürlich sind wir befreundet, aber meine besten Freundinnen habe ich zu Hause, weil ich glaube, das ist einfach was anderes, wenn man zu Hause mit seinen Leuten aufgewachsen ist und man kennt sie schon so lange. Aber mit Lisa natürlich sind wir Freunde. Schön. Man findet ja auch seine Freunde am Set. Das stimmt. Aus Kollegen können auch schnell Freunde werden. Ja. Und eure Freundschaft als Bibi und Tina könnt ihr auch dieses Mal beweisen, denn Tina steckt ziemlich in der Klemme und Bibi muss ihr helfen. Genau. Und so sieht das aus. Okay, bis gleich. Was machst du denn hier? Ene Mene List, Licht zeig uns, wo Tina ist. Schneller, Bibi! Komm schon, sonst verschwindet es! Da geht's ganz schön ab und hier vorne ist jemand schon völlig neben der Spur, weil Lina daneben sitzt. Wer bist du denn? Milena. Milena. Und warum musst du weinen? Weil ich so ein Bibi-Fan bin. Du bist ein großer Bibi-Fan und jetzt sitzt sie auch noch neben dir. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz umarmen. Ja. Ja? Das können wir doch machen. Ich komme runter. Oh, schön. Geht's dir jetzt besser? Ja. Schon verrückt, wenn sie so echt neben einem sitzt, oder? Ja, das Tolle ist, Lina bleibt auch noch eine ganze Weile bei uns. Wo hast du eigentlich Lisa gelassen? Ja, Lisa ist leider krank geworden und liegt jetzt bei sich zu Hause im Bett.
Und es ist wirklich schade, dass wir jetzt nicht zu zweit sitzen. Ihr wolltet eigentlich zusammenkommen und ja. Sie ärgert sich auch sehr. Ja. Und deswegen wünschen wir jetzt natürlich alle gute Besserung und rufen einmal gute Besserung, Lisa, bei drei. Eins, zwei, drei. Gute Besserung, Lisa! Ich glaube, das ist bei ihr zu Hause angekommen und sie fühlt sich jetzt bestimmt schon viel besser. Und jetzt ist es soweit und ihr könnt eure Fragen an Lina loswerden. Und mit dir fange ich an. Hast du eine Frage an sie? Was ist dein Lieblingsessen? Wie heißt du? Romy. Romy möchte wissen, was dein Lieblingsessen ist. Ja, Romy, mein Lieblingsessen sind Kroketten. Oh, lecker. Und Nudeln. Eine Frage haben wir hier noch. Wer bist du? Ich bin Helen und ich wollte fragen, wenn ihr aufnehmt, wie werden dann die Hexenkräfte, also dann das Ganze... Ach, du meinst, wenn gedreht wird, ja. Wie werden diese Hexenkräfte nachher im Film dargestellt? Also wir drehen ja 2 Monate lang knapp und danach ist aber noch ein halbes Jahr die Post-Production. Also das heißt, der Schnitt danach? Genau, der Schnitt und die Farben werden angeglichen und bei Bibi und Tina ist ja alles kunterbunt. Das heißt, die Farben werden alle aufgedreht und gleichzeitig werden halt auch diese Hexeffekte eingefügt, dass diese ganzen Sternchen aus meinen Händen kommen. Ich habe es noch nie live gesehen, wie es gemacht wurde. Das kann man dann alles am Computer genau. Einstellen. Da gibt es dann so bestimmte Programme und Softwares und dann kannst du sagen, und das ist gelb und dann kommen Sterne. Cool, oder? Ja. Ja. Und du machst Hex-Hex. Ich mach Hex-Hex. Und dann wird es nachher im Schnitt draufgelegt. Das Ergebnis ist dann toll. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist und dir Zeit genommen hast für die Fragen. Du bleibst auch noch ein bisschen. Keine Sorge, nachher könnt ihr alle Fragen noch loswerden. Jetzt müssen wir aber erstmal weitermachen, denn wir wollen ja Notbremsen sammeln. Hier wird es jetzt laut, Lina, Achtung, Ohren zu halten. Wir kommen zum Lattenknaller. Wir wollen weiter quasseln mit Lina natürlich zwischen meinen Tigerenten. Was sagst du zu dem Auftritt? Ja, ich fand's toll. Ich bin so super überrascht, wie die beiden das gemacht haben. Großer Respekt. Das ist auch schon auch sehr anspruchsvoll, auf der Bühne und vor der Kamera zu stehen. Weißt du selbst, du musst schauspielern können, singen und reiten. Als Bibi, wie kriegst du das alles in den Kopf rein? Also ich glaube, weil es mir Spaß macht, ist es relativ einfach. Und das Singen mache ich ja schon, seitdem ich quasi reden kann. Singe ich immer. Und das Schauspielern kam einfach so dazu, genauso wie das Reiten. Das musste ich dann noch ein bisschen perfektionieren für die Teile. Und wenn man Spaß dran hat, ich glaube, dann lernt man auch ganz eifrig. Und wenn jetzt eine Tigerente sagt oder ein Frosch, Mensch, ich möchte auch Schauspieler werden, kannst du uns ein paar Tipps geben? Es gibt ja sogenannte Workshops. Du kannst sogar Schauspiel auch studieren. Und da kann man dann natürlich gucken, was man alles machen kann. Man kann viel mit seinem Gesicht machen, viel mit der Gestik. Es liegt auch ganz viel, glaube ich, schon Ausdruck in den Augen. Da gibt es auf jeden Fall viele Methoden. Hättest du Lust, mal hier so ganz spontan uns einen kleinen Schauspiel-Workshop zu geben? Aber sicher doch. Sehr gut. Wir haben nämlich Tigert und Frosche gefunden, die Lust darauf haben, mit dir das zu machen. Einen ganz, ganz großen Applaus für Daniel und Nelly. So, wir stehen mal auf, liebe Lina. Ja. Wir haben auch was vorbereitet. Schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Guten Tag, mein Lieber. Hallo, Günni. Ich mache auch mit, wenn es schon mal einen Schauspielkurs gibt. Jetzt mal, Lina. Machen wir so eine kleine... Wollen wir Jungs gegen Mädchen Jungs machen? Mädchen. Achso, dann stehe ich bei dir falsch. Okay, warte mal. Hallo. So. Jungs gegen Aber Lina, Mädchen. Du musst unparteiisch sein. Ja, sie ist die Lehrerin. Okay, du bist die Lehrerin. Okay. Wir haben uns was überlegt. Wir möchten gerne am Anfang endlich Lehrerin sein und Hausaufgaben aufgeben. Nein. Wir möchten gerne lernen, wie man sich besonders cool verhält. Cool. Also da würde ich als erstes mal auf die Körpersprache achten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch gleichzeitig selbstbewusst drüber zu kommen. Also nicht so mit hängenden Schultern und so, als wäre man irgendwie eingeknickt und hätte eigentlich gar nicht so richtig Lust oder Freude. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufrecht stehen. Okay, so, cool. Daniel, schnapp dir was. Das muss cool aussehen. Ich glaube, da brauche ich das. Okay. Und die Cap. Die passt doch Cappy und Sonnenbrille. So, yo. Wir sind locker, wir beide. Ja, Mann. Ganz easy going. Und ihr entscheidet danach, wer besser war. Daniel, die beste Antwort liefert. Daniel, sind wir locker? Ja, Mann. Ja, Mann. Da vorne ist unsere Kamera. Zeigt doch mal, was ihr könnt. Wir laufen los in Also ich finde, die Perücke reißt schon raus. Vielen Dank. In 1, 2, 3. Yo! Ja, okay, war schon ganz okay. Ganz okay. Ich finde, wir können so einen Handschlag machen. Wenn du zum Beispiel in die Mitte gehst, machst du so am Ende so. Du darfst keine Tipps geben. Machen wir so. Okay, ich habe keinen Tipp gegeben. Jetzt sind die Mädchen dran, die Jungs sind fertig. Hast du verstanden? Warte, du musst in die Mitte. Genau, ich gehe in die Mitte. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie cool Mädchen laufen können. Sie macht so und wir klatschen ein. Also Leute, es geht los. Yo, was geht ab? Rechts, links, yo, woo. Und wer war besser, hä? Die Jungs! Mädchen! Mädchen! Nein, die Jungs! Okay. Eindeutig die
Mädchen. Wir einigen uns auf eindeutig. Unentschieden. Was eindeutig die Mädchen? Also, danke Lina für diesen kleinen Workshop. Danke Gerne. Daniel. Danke Nelly, dass ihr mitgemacht habt. Wir wollen jetzt noch ein bisschen quatschen über deinen Film Bibi und Tina. Ja. Dankeschön okay, euch beiden. Ich nehme die Kostüme wieder mit. Großen Jo. Applaus Ciao. Für Ciao, Daniel Ciao. Und Nelly. So. Gehen wir hier wieder hin? Wir beide nehmen noch mal Platz. Also es ging ja in den ersten Teilen von Bibi und Tina, da ging es ja ganz schön ab. Da war es lustig, aber ja, in diesem Teil, ab. Da sprecht ihr auch ein ernstes Thema an. Welches ja. denn? Also Bibi und Tina helfen ja, wie bekannt, immer den Menschen in Not. Und diesmal treffen wir auf Aladdin. Und Aladdin gibt, oh, ich glaube so nach 30 Minuten oder so bekannt, ist auch kein Geheimnis, dass Aladdin Adea ist. Denn Adea ist von zu Hause weggelaufen, da sie zu Hause in Albanien laut ihren Cousins und laut ihrem Onkel nicht zur Schule gehen soll. / darf. Und das gefällt okay. Adea nicht. Und dann kommt Adea zu uns. Also wir treffen sie zufällig. Und ja, und dann versuchen wir das mit ihr durchzusetzen, dass sie wieder zur Schule gehen darf. Was nicht einfach ist, finde ich, bei solchen Themen den richtigen Ton zu finden. Aber nee, gar nicht. Ihr schafft das ganz besonders, vor allem mit eurer Musik. Und ich finde es auch super, ehrlich gesagt. Also ich finde, es ist total das schöne Mittelmaß. Die Eltern werden die Kritik verstehen oder verstehen die Kritik, der Film ist ja schon draußen. Und die Kinder, für die ist es ein weiteres Bibi und Tina Abenteuer. Leider auch das letzte, darüber sprechen wir gleich. Vorher schauen wir aber noch mal rein in den Hit Was würdest du tun? Und wie stark kann man sein? Wie viel Kraft ist dabei? Wie viel Mut? Wie viel Glück? Wie allein kann man sein? Und wie viel Tränen kann man weinen? Wie muss es sein? Lässt man alles zurück? Was würdest du tun? Ich frag mich. Was würdest du tun? Ich weiß es nicht. Was würdest du tun? Gefällt euch das Lied? Ja. Sehr schönes Lied. Ihr sprecht Probleme an. Ihr habt aber einen kleinen Vorteil, vor allem du als Bibi. Ihr ja. könnt zaubern. Das können wir jetzt. Hexen, meine Hexen. Lieber. Hexen. Hexen. Ihr könnt das, wir können das im echten Leben nicht hexen. Was können wir trotzdem von Bibi und Tina und ihren Freunden lernen? Einfach an die Dinge glauben, an Zielen festhalten und auch vor allen Dingen Freundschaften daran festhalten. Weil ich glaube, wenn man zusammen was macht und ein Problem angeht, dann kommt man da auch wieder raus. Ich glaube, das ist eine schöne Botschaft, ja. die der Film damit gibt. Es ist jetzt leider der letzte Teil von Bibi und Tina. Günni findet das auch. Wir wollen gleich mal auf die schönsten Szenen schauen von Bibi und Tina. Aber vorher sind noch mal unsere Frösche und Tigerenten dran. Wir spielen nämlich unser Wiss. Quiz.